Da sind wir schon wieder. Eva Bohne, Anne Bohne, Ehepaar hier aus Bochum. Du Polin, ich Deutscher, sie Bingos, ich Kraut. Wir haben uns nämlich ausgedacht, nicht nur über Ostern zu sprechen, weil Ostern ist ja sozusagen das Ende der Fastenzeit. Du hast jetzt auf Polnisch gar nicht guten Tag gesagt. Oh, es tut mir leid. Dzień dobry. Richtig, dzień dobry und cześć. Cześć. Witamy. Genau. So, sparen wir uns den Rest. Ja. Ich muss mal eben was aufschreiben. Du musst schon wieder was aufschreiben. Okay. Was du schon mal gehört hast. Was ich schon mal gehört habe. Aber noch nie angewendet hast. Zum Glück. Es gibt ja einen Brauch von Ostern. Den besprechen wir auch noch, ne? Oh je. Ja, na, den müssen wir besprechen. Ja, das wollte ich gerade aufschreiben. Ach so, das war das, was... Ja, dann schreib auf. Tja. Also, Fastenzeit haben wir als Thema heute. Wir haben Fitness, weil das hängt ja auch irgendwie miteinander zusammen. Und wir haben Ostern natürlich, was das Ende der Fastenzeit bedeutet. So, und wir werden natürlich über Hamstern sprechen. Hamster, ja, wir hatten einen Hamster hier. Sozusagen die Urlaubsbewachung von einem Freund von uns, der in die Karibik fuhr. Der Hamster, den ich ja Bud Spencer nennen würde, so fett wie der war, der ist ja nie ins Rädchen gegangen. Der hat ja nur gegessen und hat geschlafen. Genau, er kennt kein Fasten. Der kennt kein Fasten, ne? Der hamstert. Und der ist aber süß, der hat schöne Augen. Der ist süß, er heißt Fred. Ja. Schöne Augen. Ja, er hat wirklich schöne Augen. So selbstlos. Ach ja, und beißt ihm Finger, wenn er nichts zu futtern kriegt. Er ist aber vorsichtig, ne? Ja, er beißt vorsichtig. Aber er weiß schon, das stimmt. Also ich habe das auch, ich habe mich getraut und beinahe wäre es passiert. Ah, beinahe. Ja, du hast kleinere Finger als ich, ne? Also ich hatte selbst zwei, als ich Schülerin war. Genau. Und die haben jeweils ein Jahr gelebt. Ja, 1 bis 2 Jahre leben die leider nur, ne? Die waren aber nicht fett. Nee, die haben auch das Laufrad mal benutzt bei dir. Ich habe sie oder getrennt. Hast du die geschleudert irgendwie als Kind am Schwanz gepackt und dann so... Ich habe sie getrimmt. Getrimmt hast du sie, ja. Gezwungen, ins Laufrad zu gehen. Irgendwie haben sie sich, das war teilweise gezwungen, teilweise nicht. Okay. Also ich fand das spannend. Also Hamster kennen keine Fastenzeit. Nein. Und Hamster heißt Chomik? Ja. Okay. Das ist hier unten, Chomik. Wie? Chomik. Und was hältst du davon? Von was? Chomik hört sich an wie eine Chronik. Das ja immer hat das irgendwie was? Nein, es bedeutet nichts. Und nichts. Heißt einfach. Bitte auswendig lernen. Dieses Wort. Chomik. Ja, ist auch nicht schwer. Keine Bedeutung. Heißt einfach Hamster. Ja, bei uns heißt Hamster auch Hamster. Keine Bedeutung. Okay, aber man weiß ja nie im Polnischen. Manche Wörter sind halt irgendwie bedeutungsvoll. Ja, wie im Deutschen auch. Ja, gut, okay. Das muss ich zugeben. Ne? So, was wiegst du derzeit? Ich habe mich schon lange nicht mehr gewogen und ich muss auch sagen, mich interessiert es gar nicht. Wenn ich merke, ich bin zu dick, dann mache ich was. Dann esse ich ein bisschen weniger und ich bewege mich ein bisschen mehr. Also gehst du ins Hamsterrad? Gehe ich ins sogenannte... Nee, Hamsterrad ist ja doof. Ja. Machst ja immer das Gleiche. Was heißt denn Hamsterrad auf Polnisch? Kołowrotek dla chomika. Mein Gott, muss das so kompliziert sein? Ja. Und das ist Rad dann? Kołowrotek? Ja. Also... Ein Rad für Hamster. Richtig. Okay. Und wir zählen die Worte auseinander. Ne? Oh, das wird kompliziert geschrieben. Moment. W? Mit L mit Strich? Nur L mit Strich. Q. U. Und dann kommt der W. Ah, Wrotek. Ja. Also K, O, L mit Strich, O, W, R, O, T, E, K. Das ist ein Hamsterrad. Also nee, das ist eigentlich nur das Rad. Ja. Und dann bla. Für Hamster. Aber da kommt kein Strich, ne? Nein. Bla, und dann Chomiko oder was? Chomika. Kleine Strich. Ja, das ist bei mir immer groß. Also mit der Deklinierung passt er nicht mehr drauf. Ich wusste ja nicht, wie lang das Wort wird. Dla für, ne? Für. D-L-A ist für und Chomika ist dann die Deklinierung einer Rad für Hamster. Genau. Halleluja. Okay.
gut, gut. So, und dann, wie hältst du dich fit? Wie halte ich mich fit? Laufen, arbeiten, weniger essen. Ich habe schon wieder Hunger. ja, Fasten kann man. Ich mache so eine 9-Tages-Diät mal alle paar Jahre. Mhm. Ne? Aloe Vera und Co. Aber Fitness mache ich mittlerweile. Ja, zweimal die Woche idealerweise. Ne? Zweimal die Woche, aber beim Fitness nimmt man ja nicht unbedingt ab. Also ich gehe in ein Fitnessstudio, ich trainiere meine Muskeln, damit die also gestärkt werden und entsprechend den Rücken stärken bei meiner Tätigkeit. Aber dann nimmst du ja nicht ab, weil Fett wird verbrannt, nur ganz wenig, aber die Muskelmasse wird ja mehr, also gewinnst du ja mehr Gewicht. Okay. Na? Also das ist Fitness ist ja nicht unbedingt eine Abnehmen-Variante. Aber Ausdauertraining, wo du Kalorien verbrauchst, das ja. Es sei denn, du trainierst sehr, sehr hart und machst Gewichtheben und das 100 Mal und Liegestütze noch 100 Mal und solche Sachen. Dann machst du nicht nur Muskelmasse, sondern verlierst auch Kalorien. Aber ich mache dann lieber 10 Minuten Radfahren, so zur Entspannung und Gehirnlüften. Wow. Ja. Also Ausdauertraining ist da sinnvoller, um mehr zu verbrennen. Okay. Was heißt denn das Ausdauertraining? Training Virginov. Also da muss man wieder umdrehen. Ne? Wir sagen Ausdauertraining und bei euch ist Training für Ausdauer. Ja. Okay, wie schreibe ich das? Ja, versuch mal. Sag nochmal. Training. Ja, Training ist klar, okay. Wird auch geschrieben wie aus dem Englischen, ne? Nein, nur mit E. Ah, ja. Nicht AI. Mit E? Mhm. Okay, streichen wir mal durch. Training? Mhm. Guck mal, also, die Polen haben das raus. Die polnischen tatsächlich englische Wörter, was wir nicht machen. Mhm. Also ja. Training so ja. geschrieben. Ja. Echt? T-R-E-N-I-N-G. Und dann? Virginovel. Das ist eine Falle. Mit ja, ich merke da gerade. Mit Y musst du machen. Virginovel mit Strich. Okay, das So, würde ich das jetzt schreiben. Okay, das ist so ein bisschen Leistungstraining, ne? So habe ich das auch verstanden. Also W-Y-C mit Strich E-N-O-W-Y ist falsch. Ja, mit C-Z, ne? Und Virginovel. Ach so, da kommt kein Strich, sondern da kommt ein Z hin. Ja, und hier und ein wo? Y. Ah, an drei Ys? Ja. Ach du grüne Neune, ey, da wirst du ja schon beim Zugucken, wirst ja schon trainiert. Das ist so mehr Leistungstraining. Ne? Jetzt kann man überhaupt nichts mehr lesen. Ne? Ja, weil Ausdauer heißt, habe ich jetzt kurz geguckt, weil mir das gestört hat. Das ist Leistungstraining, aber das ist jetzt auch verwandt. Ne? Aber kann man als Ausdauertraining auch so sagen? Ja, Ausdauer ist noch schlimmer. Wytrzymałościowy. Willst du das wissen? Ja, ich will es wissen. Ja, muss ich schreiben. Schreib du das lieber auf. Das ist sehr schwierig. Also ich halte keine Vorträge über solche Geschichten im Pool. Virginovel, Leistung. Leistungstraining. Ja, das finde ich besser. Das ist eher Leistungstraining ist aber dann eher für Olympiateilnehmer. Ne? Ihr habt ja sehr gute Leistungsträger da, ne? Also für die Olympiade. Ja. 100 Meter Lauf oder so? Da auch ja, haben wir. Und über Olympia sprechen wir, wenn es soweit ist. Deshalb, das ist Virginovel. Oh, nee. Ja. W, Y, T, R, Z, Y, M, A, L mit Strich, O, S mit Strich, C, I, O, W, Y. So, ich zeige euch das in die Kamera. Ich habe das extra buchstabiert für die Podcast-Hörer. Halleluja. Okay. Nee, ist also, Leistung schöner und einfacher. Das ist eine schöne Leistung, wenn man dieses Wort hinkriegt. Ja? Wytrzymałościowe. Gar nicht schlecht. Wytrzymałościowe. Okay. Mhm. Pff, so. Also trotzdem, ich brauche einen Wodka. Jetzt hast du ein paar Kalorien schon verbrannt. Durch dieses Aussprechen dieses Wortes. Wie wollte ich gerade sagen? auf jeden Fall mich hier muskeltechnisch viel mehr zu, wenn ich polnische Sprache spreche. Ja. Guck
Guck mal, da brauchst du nicht eine Fitnessstunde. Ja. Man kann ja fasten. Fasten heißt was? Pustit. Also. Ja, schreib mal auf. Das wird eine aus Hat aber nichts mit dem Po zu tun. Ne? Leistung, Po-Training zu machen. So, das ist. Post? Ja. Okay. Also wie die Post, die Deutsche? Ja, wusste ich, dass du das sagst. Fasten. Zeit. Okay. Ne? Hm. Das geht ja um die Zeit. Ja. So, das ist so einfach in Deutsch. Also Post. Jetzt Post? Jetzt hast du ist jetzt das polnische Wort. Richtig. Echt? Mhm. Das Post ist Fasten? Ja. Ja, wenn manche Briefe kommen ja auch mal später an bei der deutschen Post. Die fasten gerade dann. Und als Verb postit. Das ist jetzt. Okay. Also Fastenzeit ist Post. Kommt aber auch nicht aus dem Englischen von Posting. Das hat ja mit der auch nichts zu tun. Das ist ja was völlig anderes. Da kann man mal sehen, wenn man Post in drei verschiedenen Sprachen hat, dass das ja jeweils eine andere, unterschiedliche Bedeutung hat. Das ist und das wär... Fasten ist Postic. Ja. P-O-S mit Strich oben, C-I. C-Strich mit oben. Okay. Ich sag das nochmal in die Kamera. Gesehen? Also. Hallo. Postic. Fasten. Ja. Aber bei euch ist ja katholisches Land zu 95-98%. Ja. Aber es hält sich auch nicht mehr jeder so daran, ne? Nein, am Karfreitag. Also wir müssen damit anfangen, dass Karfreitag in Polen kein Feiertag ist. Das ist ja schon erstaunlich. Ne? In Deutschland ist es so. Auch in den evangelischen Ländern. Ja. In Polen nicht. Interessant, die Evangelien sind ja auch nicht wenig. Die haben nur alle 500 Jahre mal einen Feiertag in Deutschland. War irgendwie 500 Jahre Martin Luther Geburtstag haben die dann gnädigerweise mal einen Feiertag gekriegt. Ja. Also Karfreitag gibt es ein mageres Frühstück und tagsüber isst man fast gar nichts und zum Abendbrot oder sowas gibt Fisch meistens oder ganz abgespeckte Mahlzeit. Okay, ja. Aber deine, Eltern haben, deine Eltern haben jetzt auch 6 Wochen gefastet? Die sind ja eigentlich streng gläubig. Nein. Wir haben jetzt nichts verraten. Aber ich hatte eine Bekannte. Ja. Im Studium, die das jedes Jahr gemacht hat. Und ja, sie war wirklich diszipliniert. Sie hat keine Süßigkeiten gegessen, 40 Tage lang. Okay, wir haben jetzt zu viel schon diese Woche gegessen. Aber ich mache ja sowieso Training jetzt, also kann ich mir das erlauben. Ne? Aber du gehst ja auch immer in die frische Luft. Du gehst ja auch immer deine Runde drehen am Tag. Genau. Also, du bist ja eh nicht zu. Kannst so viel Sahne essen, wie du willst. Es geht um den Stoffwechsel. Stoffwechsel. Wir haben heute, ist ja noch Fastenzeit, Tiramisu-Torte gegessen. Mhm. Heißt die irgendwie? Die heißt Tiramisu dort. Tiramisu. Ihr sagt nicht Tort? Ah, Tort Tiramisu. Tort Tiramisu. Also umgekehrt wieder, dass man zuerst Torte sagt und dann den Namen der Torte. Genau. Und T-O-R-T, ne? Ja. Oder D-O? T-O-R-T. T-O-R-T, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Tort Tiramisu. Ja, wir haben hier so eine italienische Eisdiele. Sehr lecker, reichlich Tiramisu, ne? Mäßig lecker. Gibt es auch natürlich bei sehr guten Cafés in Polen. Aber in Polen gibt es so viele leckere Torten. Wir sprechen aber ein anderes Mal darüber, sonst würde ich jetzt hier abschweifen. Wir haben ja vor, über Fasten zu sprechen. Das heißt, deine Eltern brauchen ja auch gar nicht fasten. Die gehen ja dann zur Beichte und sagen, wir haben nicht gefastet. Und dann ist ja 30 Mal Ave Maria und dann ist wieder alles in Ordnung. Ne? Ja. Kann man das so sagen, oder? Kann man so sagen, ja. Na, dann kommt hier dieses, wie heißt das, Absolutum? Ich weiß nicht, wie das ist. Ist auch schon lange nicht mehr gewesen, alles klar. Oh Mann, hoffentlich kriegen wir nicht Zuschriften von irgendwelchen Leuten, die uns jetzt hier kritisieren, dass wir die katholische Kirche durch den Kakao ziehen. Oh. Ja, ist jetzt nur natürlich ironisch gesagt, ne? Also für diejenigen, die es tiefgläubig sind, tut uns leid. Wir machen mal weiter. Fasten kann ja auch jeder auf seine eigene Art und Weise. In Deutschland gibt es ja Leute, die fasten, aber die fasten dann nicht essenstechnisch, sondern die sagen, ich verzichte zum Beispiel 6 Wochen lang auf mein Handy.
Die gehen dann nicht in die sozialen Medien 6 Wochen lang. Das ist auch eine Möglichkeit zum Fasten. Einfach zu sagen, man macht etwas, was man normalerweise jeden Tag macht. Das ist schwierig. Ja, ist heutzutage schwierig, ne? Muss ich sagen. Also früher hat man es nicht gebraucht und heute braucht man es wie eine, weiß ich nicht, wie Zucker am Tag. Ja, ne? Das ist eine Sucht. Ja, es muss nicht unbedingt eine Sucht sein, sondern es ist ja auch irgendwie eine Form von Notwendigkeit. Notwendigkeit, wenn man es beruflich braucht, wenn man mitteilen möchte. Ja, ich teile ja auch jeden Tag irgendwas mit damit. Da geht aber trotzdem Zeit drauf. Es gibt Leute, die haben einfach dann gefastet und gesagt, nee, jetzt 6 Wochen bin ich mal nicht da. Dann sind sie nicht existent. Dann sind sie nicht existent, aber man kann das ja ankündigen. Das ist ja kein Thema. Ich faste jetzt Social Media und gut ist. Ist ein schöner Ansatz, ne? Oder Ziel. Genau, aber fasten kann man auch, indem man sagt, ich rasiere mich jetzt 6 Wochen lang nicht. Oh nee. Ja, ich habe jetzt 3 Tage Bart. Ich habe jetzt angefangen zu fasten für 3 Tage. Oh. Was heißt denn 3 Tage Bart auf Polnisch? Trzydniowy zarost. Oh nee, da musst du mir jetzt aufschreiben. Das ist ja wieder so ein Wort, wo ich nicht klarkomme mit. Ja, schreib auf. Ist gar nicht so schwer. Ach, ist nicht so schwer? Du sagst das jedes Mal. Das ist ja umgekehrt das Gleiche. Für mich ist ja, also für dich ist ja manches, du hast Deutsch studiert, dann wirst du das natürlich hinkriegen, aber wenn man es liest, ist es ja total einfach, sehe ich gerade. Ja, was heißt, wird es schon ausschauen? Chetnjove Zarost. Okay. 3 Tage Bart. Zarost. Also das ist 3? Ja. Zarost ist Bart. Bart. Also, 3 Tage Bart. Ja, Bart ist einzelne Broda, ne? Also wenn es richtig so Bart technisch aussieht, wie beim Weihnachtsmann, ne? Ja. Das ist Broda. Also Broda ist der, hier ist ja jetzt dieses Wort, wie heißt das denn noch, wenn man zum Friseur geht? Barber, genau. Ja, ja, Vollbart halt. Ja. Vollbart, sagt man ja. Das ist dann bei euch wie? Broda. Broda, wie man spricht. Ja. B-R-O-D-A. Ja. Okay, und Zarost? Das ist so, das, was du jetzt ist hast. Jetzt einfach, ja, ist einfach Bart. Genau. Und Oberlippenbart? Der Schnauzer? Ja, du guckst auch nach bei Google. Wenn man das hier nicht, also. Du brauchst das nicht, wenn du irgendwo übersetzt, dann fragt ja keiner nach einem Oberlippenbart. Ne? Musste ich in keinem Termin, das heißt. Es sei denn, du bist da bei der Polizei und da sagt einer, er hat mich an meinem Oberlippenbart gerissen oder gezerrt. Oh ja. Dann müsstest du das wissen. Ja, müsst ich wissen. Ja. Also jetzt mal schnell gucken, das kann nämlich bald der Fall sein. Wenn man so dran zieht, ne? Wenn man so schön gezwiebelten hat. Aber und das ist ja Quatsch. Nee, der Oberlippenbart musst du eingeben oder Schnauzer. Ja, ist auch ein Hund, ne? Also Che ist ja hier 3, ne? Che. C-R-Z-E, Che. Ne? Und Njovi ist ja dann Tag. Ja. Für Dnja. Dnja ist doch Tag, ne? D-N-I-A, ne? Mhm. Ja, Schnauzer. Guck mal, schon wieder was dazugelernt. Gibt's? Schnauzer ist das Hund. Oh, Hunderat. Der Schnauzer heißt sogar tatsächlich auf Polnisch mit SC. Ja, ja, das wusste ich. Der Hund, Schnauzer. Ja, das ist ja das Interessante, der Schnauzer als Hund hat ja einen Schnauzer. Deswegen nennt man den Bart ja hier auch Schnauzer. Wusste, mein Gott, so einfach. Ah, wie jetzt geschrieben? W, A mit Haken, S. Schreib mal auf. Ich habe es jetzt nämlich nicht gesehen, was das gerade... Wo haben wir Platz? Ja, schreib einfach. Daneben, schreib daneben. Schnurrbart, ne? Schnurrbart. Ach, du hast Schnurrbart geguckt, nicht Oberlippen. Ja, ist ja das Gleiche. Ja, ist ja an der Oberlippe. Ja, ist Oberlippenbart, ist Schnurrbart, ja, ja. Aber das ist die Frage, wieso es im Deutschen Schnur heißt. Wo ist es Schnur, weil der, je nachdem wie der Bart aussieht, geradeaus, ne? Gerade, ich habe mal so gemacht, weil... Über der Lippe. Was? Ich habe das und das, also Vons als einer Vons. Und Vonce, weil 2... Vonce. Vonce ist dann 2. Ja, 2, aber... Hast du nicht 2 Lippenwerte? Nee, also es gibt ja hier und hier den... Ach so, du meinst diese gezwirbelten Dinge. Vonce. Vonce? Aber ich hab das und das schon gehört. Vons oder Vons. Was Ziegenbart? Broda Kozia. Broda Kozia? Kozia Brutka, oh. Ja, schreib mal hier unten drunter, das zeige ich auch nochmal in die Kamera. Ziegenbärtchen gibt es ja nun mal auch, ist ja wieder modern.
Wir werden ein anderes Mal, das fällt mir gerade ein, wir haben jetzt mal Bad besprochen. Broda, ne? Ja. Okay. Broda ist also Bad. Da unten könnt ihr Kosia geschrieben, wie man spricht, Kosia, aber Koscher ausgesprochen. Broda. Ne, das R mit Br. Broda. Broda ist Bart. Kosia Broda. Koscha, jetzt habe ich Z, ist das ja nicht mit S, Kozia geschrieben, so, für diejenigen, die Podcast hören. Ja, gut, da haben wir den Ziegenbad. Welche Art von Bad gibt es noch? Fällt mir jetzt, weil ich kein Bartträger bin, fällt mir jetzt, also Vollbart war jetzt nochmal was? Das war Broda an sich, ne? Broda. Aha, so, okay, Broda ist einfach, ja. Broda ist Vollbart halt. Okay, also auch der lange entsprechende. Wie der Weihnachtsmann. Wie der Weihnachtsmann, hast du schon gesagt. Jetzt kann man da keine Überleitung bringen. Wir wollten ja über Ostern sprechen. Aber es gibt ja ein Brauch. Und der ist bei Ostern, also der heißt Schmingus Dingus. Schmingus Dingus. Schmingus. Ah, nicht Schmingus. Schmingus Dingus. Y, da sagt man aber das I statt das Ä. Ja? So, könnt ihr das nochmal lesen? Das ist hier so, ne? Schmingus Dingus. Also ich würde jetzt sagen, anschmiegendes Ding. Aber das heißt was anderes, ne? Ja, das ist, der Brauch besagt, dass ein Mann oder mehrere, ne? Also es ist in den Dörfern bestimmt immer noch vorhanden, der Brauch, am Ostermontag. Passiert das? Also nicht am Sonntag. Nein, nicht am Sonntag. Montag dann, am Montag. Den habt ihr aber frei dann, ne? Ja. Den müsst ihr frei haben, sonst passiert das ja auch nicht. Mein Bäcker ist immer früh an dem Tag, weil ich nicht Schmingus Dingus erleben wollte. Früh? Warum früh? Weil du wirst aus dem Bett geholt mit Wasser. Ach. Genau, es gibt einfach Leute, tatsächlich. Die kommen dann rein ins Haus und gießen dir ein Eiskübel, ein Wasser, ja. Einmal über dem Kopf? Ja. Im Bett? Ja. Oder die laufen dir hinterher. Ja, wenn du also, draußen rumläufst. Genau, als Mann musst du einer Frau hinterherlaufen und sie mit Wasser benetzen oder besprühen. Also Wasserpistole geht. Ja, es geht alles. Oder mit einem Zweig irgendwie. Genau, also einmal Wasser. Ganz schlau war das immer, wenn man raus aus der Kirche kommt. Mhm. Da standen schon welche. Also haben die Stadt Reis bei einer Hochzeit, haben die dann mit Wasser geworfen? Genau. Also die haben sich schon was einfallen lassen. Schon alles vorbereitet und nur gewartet, bis die Weiber rauskommen. Und wie war das so für dich, wenn das passiert ist? Ich war ist? Schnell. Also du bist immer ganz schnell durch. Warst aber trotzdem nass geworden? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Also du bist so klein, da haben die nicht treffen können? Nee. Ein bisschen wie ein Wiesel. Was heißt der Wiesel auf Polnisch? Scheiße. Oh, jetzt aber. Wiesel? Wiesel, ja. Warum nicht? Schmingus Dingus. Weißt du die Geschichte? Nein? Man kann ganz leicht ausgoogeln, woher das kommt. Ist ein Brauch. Ja, der Osterbrauch, klar. Washiza. Aber es gibt auch eine Redewendung, das ist mir eher bekannt. Klingt wie ein Wiesel sein, ne? Być zwinnym jak wiewiórka. Wiewiórka ist Eichhörnchen. Mhm. Also Wiesel heißt... Łasica. 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 So mhm. Könnt ihr das lesen. Also L mit Strich A-S-I-C-A. Łasica. Und man sagt, flink wie ein Wiesel sein, gibt es ja im Deutschen auch. Być zwinnym jak wiewiórka. Ja, und das Wiewiórka ist Eichhörnchen, ne? Ja, das ist ja komisch. Das ja, ist das ja ist komisch. Aber ist es so. In der Redewendung. Das Eichhörnchen sprechen wir ein andermal. Also da könnt ihr den Spruch nochmal lesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr unter ponz.com, plponz.com, könnt ihr euch da immer mal Niemetzko Polski aufrufen und dann nochmal nachforschen. Ne? Also meine Frau als Poli muss auch schon mal hier und da gucken. Ne? Also wenn es auf die Schnelle gehen soll. Je länger man hier in Deutschland wohnt, desto mehr verliert man natürlich auch eigene polnische Wörter. Also auch, ich hoffe für euch nicht schlimm, wenn sie mal nachgucken muss, auch wenn sie Germanistik, gerade weil sie Germanistik studiert hat, hat sie wahrscheinlich polnische Wörter dann auch hier und da. Ja, also wann habe ich zuletzt das Wort Łasica auf Polnisch gebraucht? Keine Ahnung.
deshalb vor allen Dingen bei den wie sagt man, biologischen Wörtern. Also Die brauchst du ja, die brauche obwohl ich du am. medizinische Sachen ja auch übersetzt, Aber ne? das ist was anderes. Und dolmetscht, ja. Ja, aber. Ich habe nicht Zoologie. Ja, ich glaube, In dem Bereich habe ich noch nie da kann was man sich gemacht. einarbeiten. Man kann sich immer einarbeiten, egal in was. Demnächst arbeitet sie dann im Zoo als Übersetzerin für Elefanten. Polnische Elefanten. Wow. Das ist auch Können die schön. Polnisch? Tröten die dann anders in Polen im Zoo? Wie soll man in den polnischen Zoo gehen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Es wäre Also, wir so vergleichen das spannend. mal in Gelsenkirchener Zoo, den Zoom-Park. Ja. Ist ja deutschlandweit einer der schönsten Zooanlagen hier im Ruhrgebiet. Da gehen wir mal rein und gucken mal, wie so die Tiere sprechen. Ah, Moment, wir Und haben dann gehen wir das. mal im Zoo in Polen. Ja, im Sommer mussten wir zwei Wellensittiche, oder wie waren das? Die zwei Vögel mussten wir betreuen von deinen Bekannten. Ah, okay, ja, wir haben aber die. Ich habe mit denen auf Polnisch gesprochen. Da haben die ganz genau hingehört Ja, und waren ruhig. richtig. Wahrscheinlich, weil die was verstehen wollten und die fanden die Zischlaute ganz schön. Die waren immer ruhig, als ich zu Ja, ihnen was was gesagt hast du denn habe. gesagt immer? Habe ich schon vergessen, aber was Nettes. Was Nettes, die haben es verstanden. Also, polnische Sprache kann beruhigend für Vögel sein, die sehr aufgeregt sind. Wow. Na, du darfst sie ja noch mal Anfang Juli, darfst du die auch wieder betreuen. Okay. Ja, der Fred, der hat nicht reagiert, der Nee, Hamster. der isst nur, der reagiert nicht. Leider. Aber die Affen, ne, an sich, die haben eine ausgeprägte Ausdrucksweise. Und es gab mal eine, das hat mir ein Bekannter gesagt, eine Möglichkeit, es wurde eine Möglichkeit gefunden, dass bestimmte Leute mit den Affen kommuniziert haben. In Englisch, so habe ich das verstanden. Okay. Ja? Und daraus ist ein Buch entstanden. Also es war wie ein Interview. Okay. Fand ich auch interessant. Was ich sagen wollte, wir müssen zurück zu Ostern. Schmigus Digus, Digus, nee, habe ich gesagt, Dingus. Also, die Geschichte wolltest du mir noch erzählen. Wo kommt denn das her? Das weiß ich nicht. Guck doch mal nach. Muss ich recherchieren? Ist keine Historikerin. Wir wollen jetzt wissen, woher Schmigus Dingus kommt. Und Ostern, wenn ihr da diese Wasserfontänen bekommen habt, habt ihr dann denjenigen ein Ei geschenkt? Ich habe nichts bekommen Also dafür. ich kenne aus dem böhmischen Raum, kenne ich die Variante, dass die Frauen mit Zweigen geschlagen werden. Mit Zweigen. Ja. Oh. Oder auch mit Wasser bespritzt, je nach Region. Aber wenn die getroffen werden, dann müssen die den Männern ein Ei schenken. Also kein Eisprung, nicht, dass ihr das falsch versteht, sondern tatsächlich ein Osterei wird den Männern dann geschenkt. Das konnte wahrscheinlich früher ja auch mal, je nachdem, wie es in den Dörfern so war, auch bedeuten, dass der Mann genau die Frau haben möchte und die Frau auch den Mann. Es gibt jetzt auf die Schnelle habe ich gefunden, Herkunft. Es gab einen Ethnographen, Sigmund Glogger, der hat gesagt, im Dingus hat er eine Ähnlichkeit mit dem deutschen Dünguss bemerkt. Diesen Dünguss habe ich ja noch nie gehört. Das zur Herkunft. Na, super. Zeig mal. Es Soll ich kommt mal aus der lesen? slawischen Mythologie. Also die slawische Mythologie, ähnliche Bräuche gibt es in der Ukraine, Ungarn, Slowakei und Tschechien. Ich habe es ja gerade erwähnt aus Tschechien. Ist mir das bekannt? Ja. Okay. Aber der Sigmund Glogger. Haben in Dingus eine Ähnlichkeit, was der Dingus heißt, möchte ich jetzt gerne wissen. Habe ich noch nie gehört im Polnischen. Also auch bei mir muss ich wissen, ob das mit dem Toilettengang Dingus zu tun hat. Das ist ja eigentlich dann anders. Super. Da taucht immer Schmigus Dingus auf, aber nicht das Dünguss vom Deutschen. Nee. Bedeutung. Bespritzen am Ostermontag. Es kann natürlich sein, dass es im schlesischen Raum entstand.
Also hier steht, erstmals eingeführt durch Mieszko, den Ersten, der sich taufen ließ und Polen zum Christentum bekehrte. Aus der Sicht der Katholiken wird Schmigus Dingus als Symbol der Reinigung angesehen. Zusätzlich dient das sich gegenseitige Nassmachen als Ausdruck der Freude über das Ende des Winters und Beginn des Frühlings. Ah. So, jetzt wissen wir's. Ist aber auch eine Liebeserklärung dann halt, ne? Wenn, ich habe ja gerade erwähnt, der Mann genau die Frau haben wollte und die Frau auch einverstanden war, um das Ei dann zu geben, hm, wie das in Böhmen so ist. Ne, also. Interessant. Ja. Also hier steht auch, am Ostermontag schenkten sie dann das am schönsten bemalte Osterei einem jungen Mann oder gaben es als Freikauf, bevor sie während der Feierlichkeiten des Dünguss mit Wasser übergossen wurden. Ne? Also heute ist es eher ein Familienritual, man macht das nicht mehr draußen in den Dörfern. Da kommt dann der Vater und gießt dann mal eben einen Eimer über dich. Und das einmal hat er der Bruder. Einmal hat er es gemacht. Aber da hat er aber einen auf den Deckel von der Mutter gekriegt, ne? Weil man wird aber schnell trocknen und sauber machen und in die Wäsche packen. Oh, ich bin ganz schnell aus dem Bett rausgesprungen. Aber es war Feiertag, nicht, dass du wegen der Schule irgendwie. Nee. Das wäre ja schon mal naheliegend. Der musste mich immer wecken. Viermal. Viermal? Aufstehen zur Schule. Aufstehen. Jetzt aufstehen. Jeden Tag? Ja. Ja, du bist ja ein Murmeltier, ich sage immer ein Murmelchen. So hat sich nicht verändert. Und das hat immer funktioniert, aber hat richtig, ist immer dran geblieben, alle 5 Minuten. Ja, er musste ja eh immer früher aufstehen. Sein Job war früher als deiner. Ja. Aber ich war ganz schnell, ich konnte mich ganz schnell fertig machen. Jetzt kann ich das nicht. Jetzt wollen wir nochmal, auch wenn wir schon in der 33. Minute kommen, nochmal eben schweifen auf das, was man zum Ostern ist. Zu Ostern auf jeden Fall Kuchen. Und zwar Babka, Wielkanocna, das heißt der Gugelhupf. Mhm. Und Käsekuchen, Mohnkuchen und natürlich ein Mazurek. Mazurek ist, zeige ich. Aus den Masuren? Nee. Das ist, das sieht man eher. Hast du schon mal gesehen, bestimmt? Meine Mama hat das auch schon gekauft. Sie macht das nicht selber. Ja, das ist auch schwierig herzustellen, ne? Mhm. Es sieht aber sehr schön aus. Sehr bunt. Ja. Mazurek, Placek, ne? Ja. So. Aha, es okay. Ist, ja, das ist mehr so ein. Das ist der Brauchkuchen sozusagen, ne? Könnt ihr das ist ein traditioneller Kuchen zu Ostern. Und der hat aber. Was hat der denn drin, dass der so traditionell ist? Der Teig ist ganz anders. Okay. Also Herkunft ist auch unbekannt. Mhm. Aber ich mochte immer zu gucken, statt das zu essen. Achso, du hast nur geguckt? Ja. Also. Das heißt, ich stehe nicht auf dem Mürbeteig. Deshalb habe ich das oft vermieden zu essen. Also hier steht, auf dem Boden kann man eine zweite Teigschicht auf den Sandteig geben. Entweder auch aus Sandteig, Rührteig, Biskuitteig oder Makronenmasse. Mhm. Hefeteig und Blätterteig sind ungeeignet. Ja, und es gibt das, was du nicht magst. Es wird viel mit Marmelade gearbeitet. Ist mir zu süß. Ja. Ich esse lieber Marmelade so auf Brot. Aber dann kommen da Kuvertüren rein, dann Sahne, Nuss, Schokolade, farbige Fruchtkuvertüren. Sieht schön aus, aber ist nicht so mein Ding. Ne? Nee. Meinen auch nicht. Also ich kann ein bisschen essen, wenn jemand das anbietet, aber es ist nicht so mein. Er muss tatsächlich 2 bis 3 Tage durchziehen und ruhen. Mhm. Was richtig toll ist. Was auch vorkommt, immer noch, ist, dass man die Speisen, zum Beispiel Eier oder Würstchen, Brot, in die Kirche mitnimmt und sich das vom Priester weihen lässt. Du sagst das gerade, weil das, während du das erzählst, steht das hier, das heißt dann Schweren Zonki. Ja. Schweren Zonki. Genau, das sind mehrere, ne? Also einer ist Schweren Zonka. Das heißt, man nimmt so einen schönen. So geschrieben. Ja. Man also nimmt so einen Korb. W-I-E mit Haken, C-O-N-K-I. Wir haben das letztes Jahr gesehen. Korb und da waren dann bestimmte Sachen, die die Kinder dann drin hatten und dann
in der Kirche wurde das gesegnet. Da genau. war auch so ein Masurki dabei, ja. kann ich mich erinnern. Wenn ich das Foto finde, schicke ich das mal auf den Blog virguskraut.de, werdet ihr das Foto dann sehen können. Und wir packen mal die Shownotes rein, die wir hier gefunden haben über Schmigus Dingus und natürlich auch über den Masurek. Mhm. Natürlich. Könnt ihr den selber machen, wenn ihr möchtet. Ja. Natürlich essen wir Eier, ne? So, also auf jeden Fall Ostersonntag ist immer ein ausgiebiges Frühstück angesagt. Von daher. Sind das irgendwie 12 Gerichte, die du da auch da kriegst? Nee, das zu Weihnachten. Ja, auf jeden Fall Eier, Wurst, schönes, also selbstgebackenes Brot ist immer toll, ne, sowas. Aber Eier isst man auch anders in Polen als in Deutschland. Man halbiert sie. In Deutschland isst man die in Becher. Stimmt, und wir köpfen die, ja. Und du machst ja oben immer so ein bisschen ab, ja. die Schale ab und dann wird gegessen und du isst ja gar nicht das obere Teil. Ne? Du schneidest das nur ab und dann kommt das für die Vögel. Mhm. Verstehe ich nicht, aber das ist das Eiweiß. Das ist halt, gut, das muss ja nicht jeder so machen. Aber ist es tatsächlich so, dass die Polen anders Eier essen? Oder ist das nur bei dir so? Nein, nein. Das ist gang und gäbe. Generell also, wird halbiert und dann kommt da Mayo drauf. Häufig Schnittlauch Salz. Und Salz, Pfeffer und wir nutzen in meiner Familie süßen Paprikapulver. Paprikapulver, okay. Ja, ist aber immer lecker, muss ich sagen. Ja. Und das kann man natürlich zelebrieren, ne? So ein Frühstück. Mhm. Weil man gefastet hat. 40 Tage. Gegessen ohne Ende. Nochmal zurück zum Schmigus Dingus als Abschluss. Geben die Frauen dann ein Ei auch ab? Ein wie das in Böhmen so ist? Ein schönes, buntes Osterei? Ich habe das noch nie erlebt. Ist bei euch eher die Deko, ne? Ja. Ostereier sind eher Deko. Sind eher Deko, ja. Während wir in Deutschland ja immer schöne bunte Eier machen. Meine Mutter hat immer mit Farben gespielt und die versteckt dann, als ich Kind war. Also ist nicht bei euch, ne? Es gibt die schon. Also die Pisanki ist auch ein wichtiges Wort. Also bemalte Eier. Pisanki, P-I-S-A-N-K-I. N-K-I. Hm? Die sind so im östlichen Polen, in Masowien. Okay. Ne? Richtig schön verschnörkelt. Ne? Die sind sehr schön bemalt. Ja. Aber ich denke auch in anderen Regionen. Ich denke gerade an Kaschubei. Ja, ich denke auch. Ja, doch, da haben wir die doch gesehen, wo wir mal in dem Städtchen, dessen Namen ich immer vergesse und nicht aussprechen kann. Wie hieß das nochmal? Da an dem See? Wo wir waren? Schwerer, irgendwas mit S. Da, wo das schiefe Häuschen war? Nee. Nee, wo wir da an dem Dings rumgelaufen sind. Ja. Hinter Häuschen noch. Svornegatje, genau. Ja. Svornegatje. So einfach wird das ausgesprochen? Ja. Boah, ich habe mir mal einen Zunge abgebrochen. Ja. Svornegatje. Genau, das war, wir waren kurz vor. Letztes Jahr waren wir da. Also es ist ein Jahr her, wo wir da waren und wir haben wunderbare. Da war nichts los. Saisonvorbereitung. Im Sommer ist da die Hölle. Schöner Ort an einem großen See, wo man einen gemütlichen, ruhigen Natururlaub machen kann und Vögel beobachten kann, wer Ornithologe ist. Ja, das war schön. Es war nichts los. Ne? Ja, und die Sachen und Bilder, die habe ich noch gar nicht bearbeitet. Die kommen ja in den Blog. Ich habe ja so lange gewartet, bis der Blog fertig ist. Der ist ja jetzt, wird der gefüllt, ne? Bigoskraut.de. Aber da habe ich keine Pisanki gesehen, aber andere Sachen dafür. Ja doch, in dem Museum. Da ist so ein kleines Freilichtmuseum, wo man reingehen kann, also das städtische Museum. Und da gab es auch Ostereier zu kaufen, diese Pisanki. Ah, okay, ja. Dann habe ich das noch vergessen. Das war zu Ostern, wo wir da waren, vor einem Jahr. Okay. Definitiv. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich Ostern abgeschlossen. Ne? Also ihr habt es zwar nach Ostern gehört, aber dann wisst ihr jetzt, wie in Polen Ostern war. Und wir können ja auch nochmal, wenn wir da gewesen sind, nochmal erzählen, was wir entdeckt haben. Genau. Wieso ich schwörend? Ach ja, richtig. Genau, man fügt aber auch Wielka Noc nicht, also Ostern. Ah, ja? Wielka Noc nicht. Dann heißt das Frohe Ostern.
Okay, aber ich sage immer nur Weasel Schwund, weil das ist am einfachsten. Ja, egal zu Weihnachten oder wenn ich zu Weihnachten da bin und zu Ostern immer Weasel Schwund reicht. Genau. Das kann man dann irgendwann als Deutscher, ja. Und du kannst ja dann, wenn du das genau nehmen willst, kannst du ja auch ein Osterei in der Tasche tragen und dann das zeigen. Dann weiß man, und zu Weihnachten nimmt man einen Weihnachtsmann dann raus. Schlau. Weasel Schwund, Weihnachtsmann zeigen und dann ist da klar, worum es geht. Aber ist ja auch sowieso egal, sieht man ja, was los ist. Ne? Ja. Wir werden auch zunehmen, was Schönes. Ja, wir werden zunehmen. Ich werde ja hinterher mein Ausdauertraining machen. Wir werden ein bisschen laufen und wir werden euch berichten über Grünberg bzw. Landagora. Und ja, in dem Sinne sagen wir jetzt aber, sonst wird es zu lang. Wir sind schon über 40 Minuten. Na razie. Na razie. Do widzenia. Cześć. Usch. Ich habe schon wieder vergessen. Do. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Okay, do usłyszenia. Ja, Kurzzeitgedächtnis. Was heißt das auf Polnisch? Pamięć krótkotrwała. Dann sprechen wir ein auseinander. Tschüssikowski hier aus Bochum, Deutschland. Tschüss.